Zum Beispiel ein Feuerriegel. Oh ja, ich sag's ganz frei heraus, genau auf dieses Pokémon hatte ich gehofft. Einfach weil ich Tornupto so gern mag. Deshalb tut's mir jetzt schon weh, es gleich mit einem Spitznamen verschandeln zu müssen. Ach komm schon. Überlebt's noch einen Tackle? Ja, ich muss es fast riskieren, weil so wird's noch nicht klappen empfangen. Doch mal auf die Verteidigung zu senken. Senk lieber mal Hydropis Angriff. Ja, Gott sei Dank, es klappt. Okay. Pokéball los! Oder auch nicht. Ja, setz doch einfach mal. Oh, das könnte jetzt richtig gut Schaden machen. Das ist auf den Silberblick nur gut. 8 KP. Ja. Genau. Warum gehe ich denn jetzt bitte da wieder raus? Ich will doch dahin, genau. Pokéball los! 3. Ach komm schon! Noch mehr runterschwächen kann ich dich wirklich nicht. Vor allem nicht, wenn du nie meinen Angriffswert senkst. Feuerriegel, sei doch nicht so! Mann, warum können wir denn hier... Natürlich ist es ein Volltreffer. Warum können wir denn hier noch keine Finsterbälle haben? Mit denen würden wir es bestimmt fangen. Die sind nicht besser, wenn man in der Dunkelheit Pokémon fängt. Oder eben in der Nacht. Puh, 2 Versuche haben wir noch. Pokéball los! Yippie! 3, 2, 1... Meins! Wir haben Feuerriegel gefangen! Das heißt, wir kriegen wieder Pokédex-Mucke. Die Feuermaus Feuerriegel. Erschrickt sich dieses scheue Pokémon, lodern die Flammen auf seinem Rücken kräftiger. So. Hier, glaube ich, ist mal ein Name für den und sie nicht so schämen, mein Feuerriegel im Pokémon Heart Gold. Das habe ich einfach mal Vulkan genannt. Ich denke, das ist mal... Ja, genau, Vulkan. Ich denke, das ist mal ein Name, den kann man durchgehen lassen. Und jetzt, wo wir endlich ein Feuer-Pokémon und noch einen Ball übrig... Ach komm, das probieren wir jetzt einfach. Aber... Ich muss mich noch ein bisschen an die Tasten hier gewöhnen. Dann soll Greenpeace mal seine Chance kriegen. Greenpeace! Give Greenpeace a Chance! A chance. Oder ist ja egal. Also nochmal ein Starter. Jetzt, nachdem so viele Wasser-Pokémon gekommen sind, bin ich mir absolut sicher, dass jetzt, wo wir Chellas ganz vorne im Team haben, nur noch Feuer-Pokémon kommen werden. Was aber am Anfang eh wurscht ist, weil die alle eh noch keine anderen als normale Attacken haben. Nein, es kommt sogar ein Kanimani. Kanimani wäre natürlich auch toll. Versuchen wir es mal. Vielleicht können wir es tatsächlich sogar noch fangen mit dem letzten Pokéball. Na, wir nutzen einmal Tackle, dann hätten wir 3 Wasser-Pokémon im Team. Ist jetzt vielleicht auch nicht sofort. Haben wir überhaupt noch so viel? Ja, doch, wir haben noch einen Platz für Kanimani. Vielleicht jetzt nicht so vorteilhaft mit 3 Wasser-Pokémon, aber gut, am Anfang ist das noch relativ egal. In der ersten Arena haben wir mit 3 Wasser-Pokémon bestimmt einen ziemlich guten Vorteil. Das ist nämlich eine Gesteinsarena. Ausnahmsweise mal wieder. Ist ja nicht so, dass nicht in fast jeder Edition das wird schief gehen. Aber wir versuchen es trotzdem. Pokéball los! Nö. Gut, so viel zu Kanimani. Aber dann... Das tust du nicht. Warum tust du das? Ja, dann... Kriegt Feuerriegel seine Chance. Jetzt geht's drum, wer die höhere Initiative hat. Nämlich Feuerriegel. Und... Natürlich reicht's nicht. Juhu. Das heißt, wieder Erfahrungspunkte für Kinguin. Nicht wahr, mein kleines Plinfer? Setz doch mal Pfund ein. Na dann, tschüss Kanimani.
Naja, gut. Wäre schön gewesen, aber hat nicht sollen sein. Dafür haben wir jetzt zumindest schon mal von den drei Grundtypen der Starter schon mal jeweils ein Exemplar. Und auch, ich muss sagen, Plinfer, Hydropid, Cellast und Feuerriegel, das finde ich, ist schon eine Mischung, die kann man so lassen. Fürs Erste. Und dann kann man auch einfach mal wieder, nachdem man bei der Mutti zu Besuch war, mal wieder gehen. Und einfach sich nochmal auf den Weg nach Sandgemme machen. Und dabei auf ein Hunduster treffen. Oh, jetzt haben wir Green. Oh, 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 ich glaube, das konnte schon Glut vorhin. Das ist mir jetzt doch ein wenig zu heiß. Deshalb doch lieber zu Manfred. Jetzt, wo ich es gerade so ansehe, ich glaube, mir wäre doch noch ein richtig schön bescheuerter Name für Sumplex eingefallen. Na gut, wenn wir zum Namensbewerter kommen, können wir das ja noch ändern, weil Manfred, also wir können doch nicht mit einem Manfred durch die Gegend laufen. Ich glaube, diesen Namen muss ich mir, bis wir zum Namensverlerner kommen, zum Namensbewerter kommen, mal kurz aufschreiben, weil ich werde ihn bestimmt wieder vergessen. Oh Gott. Jetzt, wo ich ihn aufgeschrieben habe, finde ich ihn noch bescheuerter. Passt also sehr gut zum Niveau meiner Spitznamen. Und im Moment sieht es ja recht gut aus. Hydropi hat noch keinen Schaden kassiert. Und da ist Hunduster auch schon besiegt. Und Green. Oh, ach ja, natürlich, die teilen sich ja jetzt EP. Das ist doch mal was. Und gleich sind wir wieder in Sandgemme. Und rennen erstmal gegen das Schild. Nase voran. So, dann noch schnell ins Pokémon Center. Wie sich das gehört. Zu einer Schwester Neonjoy. Oder, nein, nennen wir sie einfach die Neon-Schwester Joy. Und wenn wir noch Geld hätten, würde ich jetzt noch Pokebälle kaufen. Aber ich glaube, das war allgemein ein bisschen schwierig, weil die Starter, soweit ich weiß, eine recht geringe Fangrate haben. Aber ich meine, gut, was soll's. Was haben wir denn? So irgendwas, was sich vielleicht verkaufen ließe. Das können wir noch brauchen, das verkaufe ich mal lieber auch noch nicht. Hätte mich auch gewundert, wenn wir schon irgendwas richtig Brauchbares hätten, aber Geld haben wir ja auch noch keins. Dann müssen wir uns eben einfach in Erinnerung behalten, was wir hier so treffen werden. Um es dann später zu fangen. Und der erste Trainerkampf erwartet uns. Und da ich jetzt natürlich gerade in Bloody Platin überhaupt nicht einschätzen kann, was der eventuell für Pokémon hat, einfach mal Cellast voran. Du bist ein Pokémon-Trainer und das gilt auch für mich. Lass uns kämpfen. Und schon geht's los. Trainer Teenager Gunther. Ein Radfratz hat er auf Level 2. Okay, das wird Greenpeace mit Leichtigkeit schaffen. Greenpeace an die Macht! Oder so. Ja. Ach komm, Greenpeace. Greenpeace ist echt zu nichts zu gebrauchen. Das kann man jetzt interpretieren, wie man will. Ich sehe schon die ersten Greenpeace-Aktivisten, die Beschwerde gegen dieses Video einreichen. So, dass es dann nachsynchronisiert oder nachgedreht werden muss oder sonst irgendwas. Und ein Visor. Da darf Greenpeace weiterkämpfen. Also nochmal nur für den Fall, dass hier gerade Greenpeace-Aktivisten zugucken. Greenpeace ist total super toll und so. Und das Video muss nicht gesperrt werden, weil ich habe ja jetzt gerade gesagt, wie toll Greenpeace ist. Und deshalb darf Greenpeace hier auch mal Visor wegtackeln. Und sich ein paar Level dazu verdienen. Und ein Zickzacks. Der ist ja schon von dem Pokémon her recht gut ausgestattet. Hey! Nicht zuerst angreifen und dann auch noch ein Volltreffer. Komm schon, Cellast. Ich meine Greenpeace. Sei doch nicht so eine lahme Schildkröte. Na also, ein Volltreffer geht doch.
So, schauen wir mal, was noch als letztes kommt. Erstmal kommt ein Level ab. Und dann kommt ein Bidiza. Das schafft Greenpeace. Und deshalb darf er jetzt auch gleich wieder drauf lostackeln. Ja, so gefällt mir das. So darf es weitergehen. Und wir haben Gunther besiegt. Zu stark. Einfach zu stark. Ja. So mag ich meinen Kaffee auch. Zu stark. Viel zu stark. Hier gibt es wieder Tipps für Trainer, die uns nicht interessieren. Und eine neue Trainerin. Das glaube ich... Überlassen wir dann aber doch lieber Manfred. Hey, was sehe ich denn da? Einen Trainer! Einen Kampf bitte! Du tust gerade so, als könnte ich Nein sagen. Die Göre Nadine! Mit Wablu! Oh, Wablu! Och, Wablu. Wablu ist doch richtig niedlich. Und wird richtig stark, wenn es sich zu Altaria weiterentwickelt. Und ja, gut, dass wir Cellast nicht mehr da draußen haben. Schnabel würde dem richtig viel Schaden machen. Und Heuler würde ihm tierisch auf die Nerven gehen. Aber das macht es beim Manfred auch. Ja, es geht sogar tierischst auf die Nerven. Aber ich glaube, das hätte auch ohne Heuler nicht gereicht. Das reicht doch leicht für ein Level-Up, nicht wahr, Manfred? Natürlich. Und Lehmschelle. Damit haben wir, wenn ich mich nicht irre, schon gleich in die erste Einplaudergei, die erste Bodenattacke. Plaudergei! Jopp. Die bringt ganz viel gegen Plaudergei, deshalb bleibe ich bei Tackle. Ist natürlich immer klar, Bodenattacken auf Vögel, das funktioniert super. Ist ja nicht so, gerade wenn man sowas wie Erdbeben einsetzt, das trifft die Vögel natürlich ganz tragisch. Weil, ist ja nicht so, dass die da einfach drüber wegfliegen würden. So, und das dürfte es dann auch gewesen sein. Aber jetzt haben wir schon mal ein Plaudergei gesehen. Und außerdem erreicht Manfred Level 7. Und das ist sogar gleich nochmal fast ein halbes Level. Buh, ich kann nicht gewinnen. Ja, buh dich selbst aus, hast du recht. Das war schrecklich schlecht. Bist total unfähig. Ein Buh auf dich selbst. Dann darf jetzt Feuerregel auch mal... Ist hier nicht noch irgendjemand, der mir was schenken will? Nö. Aber noch ein Trainer. Den quatschen wir jetzt mal von der Seite an.